Hallo und herzlich willkommen aus Köln, aus dem Rhein-Energie-Stadion am Freitagabend. Köln empfängt den FC Schalke 04. Und es ist das drittletzte Spiel. Also bei uns jetzt nicht denken, dass er in echt geht. Also bei uns, Klaas-Jürgen Hüntela wird zum Ende der Saison zu den Bayern wechseln. Und ja, das tut den Schalker natürlich weh, weil das einer der besten Spieler beim S04 ist. Und jetzt hat Schalke Anstoß mit Hüntela und Leon Goretzka. Yoshida. Hüntela. Neustädter. Kolasinac. Kölner haben heute die Änderungen. Statt Helmes spielt heute Uja in der zentralen im Sturm. Besser gesagt, jetzt kommt Hölters mit dem Stellenball und Goretzka ist in der Mitte. Gute Möglichkeit zur fünften Minute. Osako jetzt. Vogt. Goretzka holt sich den Ball. Abseits. Hüntela. Er hat es schon gemerkt. Goretzka. Hüntela ist da, aber jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Jonovi Hölters. Jetzt nimmt der mal Neustädter mit. Ja. Er schießt da in die Wolken. Leon Goretzka. Roman Neustädter. Hier nochmal die Chance von Leon Goretzka hier. Timo Horn pariert super. Und das war sie, die erste Chance der Schalker. Mal gucken, was noch so passiert im Laufe des Spiels. Rakitic. Fövedes. Roman Neustädter. Johnny Hölters, das kriegt er noch. Flanke ist gut. Goretzka aber ein bisschen zu hoch. Die Mohan jetzt mit dem Abstoß gegen Anthony Uja. Osako. Ja, es gibt den Freistoß. Der wird. Ja. Daniel Halfer wird ihn machen. Direkt oder wird er reinflanken? Es ist jetzt eine Standardsituation für die Kölner. Ralf Herrmann wird gefordert, das erste Mal an diesem Abend. Daniel Halfer. Ja, ihr macht so. Uja! Herrmann! Das war die erste Möglichkeit mal für Anthony Uja, aber da blitzt wieder Jonovi Hölters. Und da liegt er am Boden. Und er ist verletzt, Jonovi Hölters. Und er muss jetzt sogar ausgewechselt werden. Rechtes Mittelfeld. Wer wäre da gut? Sydney Sam kommt dafür rein. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, da hat ihn ordentlich was mitgenommen. Jonovi Hölters. Wollen wir mal fürs Beste. Ja, hoffen wir mal fürs Beste. War ja schon mal diese Saison verletzt. Am Anfang dieser Saison. Wer sich an das Spiel erinnern kann. Gegen Frankfurt hat er dann sein Debüt, sein Comeback gehabt. Und jetzt hoffen wir nicht, dass er wieder lange verletzt ist. Eigentlich ist er ja nicht immer lange verletzt. Bei ihm sind das ja so Zerrungen. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Spielverlauf. Hüntela. Müsste der eigentlich durchkommen. Vogt. Lassen die einmal Uja flitzen. Und wenn Uja geht. Uja. Und in der Mitte ist Osako. Und Herrmann
holt ihn wieder. Sam. Rakitic, Sam. Und schon wieder abseits. Huntelaar steht heute oft in Abseits. Und Wimmer macht's jetzt. Uja. Anthony Uja, Kolasinac. Gibt den Freistoß. Goretzka, Huntelaar, dann geht der mal, der Huntelaar, und jetzt macht er das Tor. Es wurde auch langsam mal Zeit, der Hunter trifft mal wieder. Und es war mal wieder die Vorlage von Leon Goretzka, er ja bei den Vorlagen auch ganz oben in der Tabelle. Hier setzt Huntelaar sich durch und dann hat Timo Horn gar keine Chance. 0-1 für Schalke. Die wollen ja unbedingt Vizemeister werden, die Schalker. Und sie sind auf dem besten Weg. Somit. 11. Saisontor für ihn. Moussako. Neustädter holt sich ihn direkt wieder. Retzka und Lehmann klärt. Uja und Osako. Julia Osako. Oh, wollte direkt ableiten, Leon Goretzka. Alpha. Jetzt wieder Daniel Alpha. Kevin Vogt. Und geklärt. Jetzt gibt es die erste Ecke mal in diesem Spiel für die Kölner. Keiner kommt dazu. Huntelaar, aber der darf nicht mehr sein Konter zu Ende führen. Jetzt ist erstmal Hälfte 1 absolviert und jetzt geht's direkt in den zweiten Durchgang. Die Kölner haben Anstoß unverändert. Sam. Und da ist wieder Huntelaar. Und Sam ist da wieder. Und da ist Huntelaar. Es wäre kein Abseits gewesen. Huntelaar wäre durch gewesen. Timo Horn heute ernsthaft gefordert. Und das hier war aber Abseits. Anthony Uja hier zu sehen. Er stand, glaube ich, auch im Abseits. Jo. Rakitic. Und. Vogt. Osako. Osako. Haifa! Die Kölner kommen! Uja! Uja! Und Wehrmann! Riesenmöglichkeit für Köln! Und die nächste Partie der Schalke ist gegen Paderborn nächste Woche. Und jetzt gibt es den ersten Wechsel. Kevin Vogt geht! Hat ein super Spiel gemacht und Adam Matuschik kommt in die Partie. Osako! Und da ist es! Nein!
Chance für Marcel Risse in der 60. Minute, aber er macht die nicht. Die Riesengelegenheit für ihn. Er lässt die Chance liegen. Panetta schickt Roman Neustädter, aber der ist ja Sechser. Kann wenig durchlaufen, nur verteidigen. Natürlich die Kölner Abwehr heute auch richtig gut drauf. Breschko und Koretzka. Hat er mal direkt gemacht. Aber Horn reagiert sofort. Jetzt die Kölner wieder. Direktes Umschaltspiel. Osako! Schon wieder nicht. Was für ein Pech haben die Kölner heute. Riesengelegenheit hier. Erneut für Köln. Uchida. Uchida, der geht da durch. Das sehen wir selten von ihm. Uchida! Und jetzt macht er das Tor. Kommt aus der Abwehr. Wie kein Zweiter. Macht einen schönen Sololauf. Und Uchida macht hier das 0:2. Hier. Kein Kölner geht richtig dran und dann geht Uchida einfach durch. Horn lässt leicht noch abwälzen. Da sehen wir es.